Pandemie ist eins nochmal deutlich geworden, wie fragil doch das Zusammenspiel in unserer Stadt ist und wie wichtig es doch aber ist, dass wir diese Vielfalt auch erhalten können. Was ist die Lehre von Corona? Ich fasse es mal in einem Satz zusammen. Es ist die Entdeckung der eigenen Verwundbarkeit im gemeinsamen Leben. Und ich habe den Eindruck, dass wir eher das Thema Solidarität für die Stadt entdecken müssen, die Grundlage für eine gerechte Stadt sein kann. Was heißt es eigentlich, in einer Stadt eine Atmosphäre zu haben, dass man füreinander einsteht, also versucht, quasi eine Stärke dadurch zu gewinnen, dass man sich auf andere bezieht und nicht, dass eine Schwäche darstellt, sondern dass was die Verbundenheit mit anderen eine Stärke darstellt. Und dass die Stadt im Grunde ein Ort der Verbundenheit ist und nicht ein Ort des abstrakten Nebeneinanderherlebens. Es ist die Aufgabe von Politik, steuernde Interventionen zu machen. Und ich bin fest überzeugt, dass nun nach der Corona-Krise diese Frage mit den Gewerbemieten eindeutig auf der Tagesordnung ist. Und der Boden ist einfach die Grundlage der Weiterentwicklung der gemeinwohlorientierten Stadt. Das ist einfach so. Also all diese Bemühungen, die dürfen nicht weniger werden, sondern sie müssen mehr werden. Wir haben eine polyzentrisch aufgestellte Stadt. Bedeutet auch, wir haben viele unterschiedliche Lösungsansätze und diese Unterschiedlichkeit macht auch eine Stärke aus. Das heißt, wir haben auch den Raum und wir haben auch die Zeit zu experimentieren, Neues auszuprobieren, neue Mischungsverhältnisse auszuprobieren, zu sehen, wie Stadt am besten miteinander interagieren kann.